So, kommen wir zur ersten Frage. Was treibt dich an, Co-Trainer zu sein? Was treibt mich an, Co-Trainer zu sein? Ich glaube, zuallererst die Zusammenarbeit im Team, die mir natürlich sehr viel Spaß macht. Dann der nächste Punkt ist, dass ich von Timo und auch von dir einfach andere Ansichten auf Fußball sehe, auch das ganze Arbeiten in der Struktur und ja, das ganze Erleben in dem Team, das treibt mich an und das macht mir große Freude. Beschreibe mich mit drei Worten. Mit drei Worten. Ehrgeizig, also wenn du dir ein Ziel setzt, dann tust du, glaube ich, alles dafür, um das Ziel zu erreichen. Entertainer, also du kannst, schaffst das schon gut, eine Gruppe oder einen Abend zu unterhalten. Das ist, glaube ich, auch eine große zwischenmenschliche Stärke dann auch von dir. Und ja, sehr teamfähig, also immer wieder, ich meine, wir kennen uns ja auch privat ganz gut. Ich da sehe, wie du immer wieder dann auch für andere da bist, so, das finde ich gut. Aber mir würden, glaube ich, noch ein paar andere Sachen einfallen, aber es war jetzt mal spontan. Vielen Dank. Kommen wir zur nächsten Frage. Was würdest du kochen, wenn du mich zum Essen einlädst? Ich weiß die Antwort. 100% Crêpes oder Galettes. Oder so heißt das auf Französisch, Monsieur Rémy. Und dann einmal mit... Weil du musst sie selber kochen. Ne? Ja, kriege ich schon hin. Mach dir mal da gar keine Sorgen. Auf jeden Fall einmal mit Schinken, Käse und Ei, das Galette. Komplett. Ja, und dann Ratatouille ein bisschen auch so, was dir da gefällt. Und der Crêpe mit Karamell. Karamell? Ja. Oder karamellisierten Äpfel? Karamellisierten Äpfel, so. Was ist für dich der perfekte Moment? Boah, der perfekte Moment. Echt schwer. Also, im Fußball, sagen wir, der perfekte Moment im Fußball. Ich glaube, der perfekte Moment im Fußball ist nach einem Sieg beim Schlusspfiff, wenn man die Freude mit seinen Spielern und Trainerkollegen und dem Stadion teilen kann. Ja, hätte ich auch gesagt. Hättest du auch gesagt? Ja. Wer von uns hat die bessere Technik am Ball? Ja, kann man schon sagen. Also, dass du so lange nachdenkst, ist schon ein Kompliment für mich. Ich versuche gerade eine gute Antwort zu verfassen. So. Also ich glaube, am Ball bin ich ein Tick besser. Am Gerät bist du besser, gebe ich auch zu. An den Kraftgerät, aber am Ball glaube ich, dass ich besser bin. Wer ist der bessere Freizeitsportler? Da muss ich den Punkt an Fabi, an dich übergeben. Also, du bist, ja, aber du bist schon sehr, sehr vielseitig, polysportiv ausgebildet. Das merkt man schon, also bei allen Sachen eigentlich, oder? Ja. Tischtennis ist ausgeglichen, ja, aber es ist so wie bei, also so wie im Fußball bei mir, ich kann alles solide, aber nichts überragen. So, also das ist so, glaube ich, bei mir in Freizeit. Also ich könnte eine Sportart lieber richtig gut, als alles so solide. In was bin ich deiner Meinung nach eine absolute Pfeife? Pass auf jetzt. In was bist du eine absolute Pfeife? Boah. Also gestern mal Fußballtennis gespielt, das hat mich absolut positiv überrascht. Also du bist schon mal gar keine Pfeife. Ja, ich hab's. Du bist eine absolute Pfeife im Kopfballspiel. Also du kannst kein Kopfball, deshalb bist da du klare Pfeife für mich. Wie und wann bist du zum Fußball gekommen? Das ist ganz einfach. Mit 5 Jahren, WM 98 in Frankreich, Zinedine Zidane, Frankreich Weltmeister. Der hat dich inspiriert zum Fußballspiel? 100%. Ja. Ich hab mir ein Trikot geholt und ab dem Zeitpunkt habe ich nur noch Fußball gespielt. Was guckst du mich so an? Also gut verpackt hier. Ich schaff's immer, die falsch rum rauszuholen. Was war dir mal richtig peinlich? Ich war immer Kapitän damals bei Bayern. Und als Kapitän musst du nach den Hallenturnieren. Und nach dem Turnier musst du mir so eine Ansprache sagen. Ja, vielen Dank.
Wir bedanken uns für bei der Turnierleitung, bei den teilnehmenden Mannschaften, wünschen allen eine gute Heimreise. So, und das war mein allererstes Turnier als Kapitän und ich wusste das nicht. So, und dann habe ich diese Trophäe in Empfang genommen. Ich glaube, Dritter wurden wir damals bei München. Habe mich sofort wieder zu dem Team, zu meinem Team gestellt. Und alle haben gewartet, alles war leise. So, und die haben mir ein Mikrofon gegeben, ich wusste gar nicht, was soll ich jetzt sagen. Und dann habe ich immer die Teammitglieder mich immer wieder in die Mitte reingestoßen und die ganzen Zuschauer haben nur auf mich geguckt. Und ich habe die ganze Zeit geguckt und keiner hat das gesagt und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. So, das mir schon im Nachhinein war das ein unfassbar peinlicher Moment. Also, das werde ich nie wieder vergessen. Aber danach ging es dann zum Glück gut. Welches Spiel mit dem FC St. Pauli wirst du so schnell nicht vergessen? Boah, das sind viele Spiele. Ja. Aber das eine. Was mir als erstes einfällt, ist das Spiel in Hannover, wo Igor Matanovic in der letzten Minute das Siegtor für uns schießt, weil durch die Tabellensituation und alles war das schon ein besonderer Moment. Brenzlig. Ja.